nervt immer, wenn das bimmelt im Trill. Zack. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ist es ein Welt oder ist es ein Heck? Immer spannend, ne? Die Rute war jetzt 3-4 Stunden im Wasser. Jetzt kurz vor der Dämmerungsphase, noch am Nachmittag, kommt die erste Aktion. Das ist ja wirklich immer spannend. Vor allem am neuen Gewässer, was da Sache ist. Ja, Welt. Ein Hecht kann da nicht so reinballern. Dann kriegt man das Ufer ran. Die Schlagschnur kommt. Der kleine Schwimmer ist noch unter Wasser. So, jetzt wissen wir es gleich. Jetzt wissen wir es gleich. Wels. Geil, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Natürlich so schnell gegangen jetzt. Keine Handschuhe am Start. Festhalten. Hoppala. Petri. Heil. Der Anfang ist gemacht. Ein schöner Waller hier aus dem verwilderten See. Geil. Da bin ich echt gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. So, dann schauen wir mal, wie groß der Kollege ist. Feucht machen, können wir da mal schnell das nasse Gras legen. Die Karpfenmatte passt da auf jeden Fall noch rein. Aber ich freue mich auch über die kleineren Erfolge, vor allem wenn es der erste Fisch in einem neuen Gewässer ist. Ja. So, können wir hier vorne schön anlegen. Zack. 1,26, 1,27. Schöner Start. Weiter geht die wilde Fahrt. Da sind sie. Und wo die sind, da kann sich auch ein richtiges Ungeheuer verstecken. Bin gespannt, ob wir da noch was ans Band bekommen. Mega. Petri Heil. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich zum dritten Teil der Videoreihe auf der Suche nach Fischen hier am Wilden Waldsee. In diesem Video geht es jetzt endlich, wie zuvor schon versprochen, wie zuvor angekündigt, um den Raubfischpart. Wir versuchen jetzt hier noch ein paar Räuber zu fangen. Der Wels hat den Anfang gemacht. Der erste Waller wurde gefangen, hat sich an unseren Köderfischen dicht am Holz vergriffen. Beim ersten Auslegen der Montagen konnte der leider nicht dabei sein. Es hat geregnet, wieder wie in Strömen. Kübelweise kam das Wasser runter. Und ich hoffe wirklich, dass die Gewässer außenrum, jetzt die Donau und dieses kleine Rinnsal direkt neben uns, nicht anfängt zu steigen. Denn dann müssen wir hier raus.
Jetzt nehme ich euch aber mit raus, zeige euch nochmal genau, wenn wir die nächsten Wallerrouten setzen, wie wir vorgehen, an welchen Stellen wir hier die Welte im See vermuten, wo wir und wie wir unsere Montagen präsentieren. Auf diesem Wege noch mal eine ganz schnelle, wichtige Info für euch. Es gab ja vor kurzer Zeit ein Gewinnspiel auf meinem Kanal und hier fehlen noch die Gewinner. Ich benachrichtige dann immer nach kurzer Zeit die Gewinner. Manchmal dauert es eine Woche, manchmal zwei oder drei Wochen, je nachdem, wie lange ich die Gewinnspiele laufen lasse. Unten in der Kommentarfunktion, also wo ihr euren Tipp abgegeben habt, je nachdem, was für ein Gewinnspiel gelaufen ist, dann bekommt eine Benachrichtigung, du hast gewonnen, bitte melde dich. Und beim letzten Gewinnspiel auf meinem Kanal hat sich bis heute keiner gemeldet. Also schaut immer mal wieder in die Gewinnspiele rein, in die Videos, wo ihr mitgemacht habt, wo ihr mitkommentiert habt. Kann sein, dass ihr benachrichtigt wurdet. Aber wenn sich keiner meldet, kann ich euch den Preis nicht raushauen. So, jetzt geht's raus auf den See. Das Wetter ist etwas besser geworden. Vielleicht bekommen wir heute sogar mal keinen Regen. Ich zeige euch die Spots, wie wir vorgehen. Und dann habe ich euch ja noch versprochen, das Karpfenrig euch mal im Detail vorzustellen, welches wir hier verwenden für die XXL-Boilies unten dran. Ja. Mit dem Versuch oder mit dem Hintergedanken, durch größere Köder auch größere Fische zu fangen. Es ist ganz einfach nachzubauen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das zeige ich euch auch noch in diesem Video. Und jetzt drückt uns die Daumen, dass es hier mit den Raubfischen genauso abgeht wie mit den Karpfen in den vorherigen Videos. Ich verlinke euch hier oben nochmal Teil 1 dieser Videoreihe. Denn ihr habt ja bereits schon gesehen, ja, auch die kleineren Karpfen haben große Mäuler und machen keinen Halt vor großen Ködern. Und hier kommt noch ein kleiner Punkt zum Tragen. Hier möchte ich euch noch eine Info rausgeben, weil ja ein paar, sage ich mal, Klugscheißer in die Kommentare geschrieben haben, jetzt hocken sie wieder an irgendeinem Karpfenpuff, an irgendeinem Zuchtgewässer. Das ist definitiv nicht der Fall. Alles ist so, wie es im Video dargestellt wurde. Wir wurden an ein wildes, unbekanntes Gewässer dieses Mal eingeladen, haben einen heißen Tipp bekommen, kann man sagen. Und der Gewässerpächter hat uns mitgeteilt, er weiß selber nicht, was in seinem See los ist. Er hat noch nie, seit er das Gewässer hat, und das sind schon mehrere Jahre, einen Fischbesatz betrieben. Der meiste Besatz kommt zustande, wenn die Donau Hochwasser hat und in das Gewässer reinschiebt. Da findet dann Fischwechsel statt. Er weiß nicht, was los ist. Er weiß weder, ob da Riesenwälse da sind und er weiß auch nicht, wie der Karpfenbestand ist. Aus diesem Grund sind wir hier. Ich finde solche Vorhaben, solche verrückten Versuche, rein ins Ungewisse zu angeln, immer mega spannend und finde es dann echt schade, wenn manche Leute behaupten, ja, die sind an einem Karpfenpuff. Wir sind an einem wilden Gewässer und jeder Fisch, der hier rauskommt, ist für uns neu, unbekannt und eine mega spannende Erfahrung. Und aus diesem Grund bin ich ja auch aktuell der Graserfred. Ich habe die diesmal wirklich hier gepachtet. Aber jetzt könnt ihr mich Graserfred nennen. Hier verlinke ich euch noch Teil 2 des Videos und jetzt geht's weiter. Die Wallermontagen kommen raus, wir zeigen euch die Plätze und später seht ihr noch unsere Erfolgsmontage, unser Rig zum einfachen Nachbauen für die XXL-Boilies am Haar. Abfahrt! Ein mega spannender Angelplatz. Hier liegt ein Haufen Totholz am Ufer. Direkt hinter dem Busch haben wir 3 Meter Wassertiefe. Also alles voll mit Bäumen hier. Und da oben an dem Baum, der am Ufer steht, eine schöne Höhe hat, haben wir unsere Auslegeschnur fixiert. Jetzt folgt ein leichter Ausleger mit Reflektorband und direkt dahinter ein leichter Schwimmer. Ein kurzes Stück 0,35er Mono als Reißleine und dann unser Vorfach. 2 Meter langes Mono-Vorfach, ein kleines Frontzone-Blei. Wird knapp über unser Kombi-Vorfach gesetzt, also das steife Mono trifft auf den Einzelhaken. Und im hinteren Bereich haben wir in dem Fall einen Drilling. Perfekt jetzt für die Präsentation von Köderfischen oder auch Wurmbündeln. Das könnt ihr euch ganz schnell auf die jeweilige Ködergröße anpassen. Und wenn ihr einen größeren oder einen kleineren Köfi jetzt draufsetzen wollt, seid ihr ruckizucki fertig und braucht euch nicht immer ein neues Vorfach zu bauen. Das hängen wir genau hier vor den Busch, einen Meter über Grund. So ist der Plan. Alles voll mit Holz hier in diesem See. Unglaublich. Also hier kann man gefühlt an jedem Ast am Ufer anbinden. Und deswegen setzen wir auf die Freestyle-Montage die Köder direkt vors Totholz.
Da wird der Wels wohnen. Schaut euch das mal an. Hier steht ein riesiger toter Baum, ein bisschen weiter raus als die anderen Bäume am Ufer. Ist auch fest. Also ihr müsst da immer aufpassen, wenn ihr an sowas jetzt anbindet, dass es nicht losschwimmt. Ja. Und hier werden wir genau in dieses Areal eine Freestyle-Route reinsetzen. Ist wie gemacht dafür. Der kleine herausstehende Zipfel hier ist, kommt gerade recht. Können wir unsere Montage schön dran fixieren. Und wichtig, richtig fest fixieren. Der Wels muss hier am Fangplatz dann gehalten werden. Also an so einem Platz hier mit einer Reißleine zu arbeiten, wäre ein Riesenfehler, weil nach dem Biss der Fisch definitiv den Weg ins Holz suchen wird. Und bis ihr dann hier seid oder den Fisch zu euch im Drill rüberkurbelt, wird er den Weg ins Holz finden. Da zeigen wir, wie wir fest den Wels nach dem Biss am Platz versuchen zu halten. Am Ende von unserer Auslegeschnur habe ich einen starken Karabiner hier fixiert. Und der wird jetzt direkt über unseren Schwimmer gesetzt. Zack. Keine Sollbruchstelle von einer Reißleine. Wenn der Biss kommt, müssen wir über diesen Karabiner den Fisch drillen und versuchen auch am Platz zu halten. Aber die einzige Möglichkeit bei diesem verrückten Areal hier. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wenn ihr richtig weit spannen möchtet, empfehle ich euch, den Einsatz zur Fixierung der Ködertiefe von einem Knicklicht und einem Stück Schlauch. Ähnlich wie beim Schwimmer, das Knicklicht wird einfach in unseren mittleren Schlauch reingesteckt und dann durch einen einfachen Überschlag gebremst, gegen den dann im Endeffekt der Wirbel zu eurer Reißleine läuft. Beim weiten Spannen können auch leichte Wallerschwimmer schon zu viel Gewicht haben, damit ihr die Schnur schön aus dem Wasser rausbekommt. Hier haben wir freies Areal an dem Angelplatz, können wir problemlos mit einem leichten Ausleger, einer Reißleine und diesem Fixierungssystem arbeiten. Wallerrouten sind scharf, drückt uns die Daumen. Das schöne Wetter wird nicht lange anhalten. Im Wetterbericht steht schon wieder richtig Harakiri drin. Der Regen kommt zurück, der Herbst kommt. Mit der Abenddämmerung und dem Regen kommt der nächste Biss. Gleiche Rute wieder. Komm mal, lass mir mal die Glocke abmachen. Unglaublich. Da denkt man immer, Sturm und Regen ist für die Welse nichts. Wir haben die Rute genau wieder an den Platz gesetzt, wo wir sie heute Mittag präsentiert haben. Da hat es ja auch nicht lang gedauert bis zum ersten Biss. Ah, jetzt wird er schwerer. Und jetzt hier, seht ihr ja wieder, das Wetter ist zurückgekommen. Wie der nächste Biss. Unglaublich, unglaublich, aber wahr.
Hat einmal geklingelt, bumm, Reißleine ab, zurückgeschnallt. Also wenn er da zu tief schlaft, es war jetzt gut, dass wir gerade am Bulli unter der Markise standen. Sowas kann man auch verpennen. Aber mit dem Bissanzeiger, der schnallt halt zurück und dann, habt ihr ja mitgekriegt jetzt. In so einem Sauwetter, also da hätte ich, glaube ich, damals gewettet, fängst du nicht unbedingt einen Wels. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, ob ihr bei so einem Sauwetter schon mal Waller gefangen habt. Komplett weggenagelt. Du hast einen Handschuh? Ja. Petri! Petri! Der Sturmwaller! So, ich bereite mal hier schnell alles vor, dass wir safe sind. Ist nach oben. Bei dem Dreckwetter unglaublich. Zack. Scheint ungefähr die gleiche Größe zu sein wie heute Mittag. Knapp über 1,10. Petri Heil. Petri Dank. Bei dem Sauwetter ist auch Kleinwels ein ganz wichtiger Fisch. Wahnsinn. Die Jungs sind ja auch am Start. Warten auf den Dicken. Petri. Damit einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wieder im Hellwerden. Diesmal Morgengrauen. Die ganze Nacht war es ruhig. Und jetzt im Morgengrauen kommt der Biss. Gucken, ob ich ihn vom Ufer rankriege. Ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Holz im See. Herrlich. Der Nebel jetzt über dem Wasser liegt und der Wallerwecker gezündet hat. Das ist ein besserer Fisch, glaube ich. Ja, besserer Fisch. Fühlt sich bedeutend schwerer an als mein letzter. Das ist immer schwer zu sagen, ne? Das ist jetzt ein weiter Weg. Da steht schwerer drin. Aber die Größe ist erstmal komplett relativ. Es ist sehr gut, dass der Plan aufgeht. Ich habe gestern noch mal mit dem Gewässerbesitzer, Gewässerpächter gesprochen. Aber der sagt, die letzten 15 oder 20 Jahre seitdem er hier den verwilderten See hat. Wir haben ein Problem. Der Wels ist in unseren Karpfenmarker rein. Wir müssen jetzt doch raus. Er sammelt unseren Karpfenmarker ein. Mist. Müssen wir doch aufs Boot. Das ist jetzt beim Schlafen. So. Matte Handschuhe mitnehmen. Komm, Martin.
Tiefen auf. Komm, mein Liebster. Geh in die gute Füße. Der sagt auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben eben im Thema, der sagt auf jeden Fall, dass er nie Fische hier besetzt hat. Also es müssen alles Fische sein, die entweder durch ein Hochwasser von der Donau hier reingekommen sind. So, jetzt kommt der Fisch. Der Fisch ist aus dem Markt rausgegangen. Am Schlauchsystem könnt ihr genauso ausklinken wie den Schwimmer. Alles Fische, die mal irgendwie durch ein Hochwasser hier reingekommen sind. Er hat nie einen Fischbesatz gemacht. So, da kommen wir. Schöner. Welt. Und ganz vorne am ersten Haken. Frontzonblei. Ist alles plus minus, würde ich jetzt mal so grob behaupten. Eine Alterspyramide hier. Passen. Hosttuch hängt frei. Zack. Ungefähr die gleiche Größe wieder, aber mega. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwo hier auch ein großer Wels stecken muss. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Petri, heil. So, jetzt gibt es erstmal ein schnelles Frühstück und dann machen wir die Rute wieder scharf. Martin, was möchtest du denn haben? Peach oder Mango? Mango. Dann Mango. Lass dir schmecken. Dankeschön. Da müssen wir halt jetzt rausfahren, das merkst kontrollieren, ja. Bis auf den festen Umlenker, da müssen wir jetzt halt hin, die können wir vom Ufer nicht drillen, zu viel Holz, warte, ich mach hier noch die Glocke weg, das ist jetzt halt die Schwierigkeit, aber nächste Aktion. Wichtig ist jetzt bei der Fischerei, dass ihr genauso schnell mit dem Boot fahrt, wie der Angler vorne die Montage einholt oder besser gesagt den Fisch auf Spannung hält. Wenn vorne jetzt nicht gekurbelt wird und ich gebe hier Vollgas, dann hat der Fisch natürlich die Möglichkeit ins Holz zu gehen. Wir müssen jetzt versuchen, über den Umlenker, über den Karabiner den Fisch am Spot zu halten. Aber im besten Fall, wenn er ein bisschen Schnur bekommt oder eine Fluchtmöglichkeit hat, gehen die Wälse meistens vom Hindernis weg, weil ja die Schnur über den Karabiner, also vom Hindernis, nach außen gelenkt wird. Der Wels denkt jetzt die ganze Zeit, dass der Angler, also der Druck auf ihn, aus dem Hindernis kommt. Und deswegen flüchten sie meistens ins Freiwasser. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. Schön erkennen, der Fisch sitzt genau unter dem Karabiner, also unter dem festen Umlenker. Ich versuche jetzt nach vorne zu kommen, über die Schnur aushängen, Fisch ist drauf, ich löse gleich den Schwimmer und gleich mit dem Boot zurück, Rückwärtsgang rein, weghalten, weghalten. Fisch ist drauf, oder? Ja. Holz kommt mit hoch.
Ja, der Fisch ist leider ausgestiegen und zurück bleibt jetzt hier der Ast. Normalerweise eine tödliche Montage. Vielleicht war es ein kleiner. Ist halt auch dann immer schwer zu sagen. Aber die nächste Aktion gewesen. Diesmal nicht gehakt. Ich denke, sowas muss man auch mal zeigen können. Ne? Aber es sind Räuber da. Weiter geht's. Ruten wieder raus. Schade. Kann natürlich auch alles vorkommen. Ne? Kann ein Hecht mal drauf donnern. Was mich so ein bisschen wundert jetzt am Vorfach ist, dass nirgendwo Schleim ist. Naja, Gedanken machen können wir uns jetzt viel. Weiter probieren. Schöner Mist, aber Fehlbisse kommen vor, auch bei uns. Das gehört dazu zum Angeln. Man weiß es nicht, was es war. War es jetzt vielleicht ein Hecht, der den Köder darunter genuckelt hat oder ein Waller, der nicht richtig zugepackt hat. Kann alles sein. Rute wird wieder neu gemacht. Rute kommt wieder raus an den Spot. Und direkt danach zeige ich euch, wie versprochen, wie ihr eure Haarmontage, euer Karpfenvorfach speziell für den Einsatz von XXL-Ködern 100% zuverlässig und fängig selbst bauen könnt. Wir wollen jetzt mal schnell die Regenpause nutzen, um euch wenigstens beim Karpfenangeln zu zeigen, wie wir unsere Rigs, unsere Vorfächer jetzt dem Versuch anpassen, die kleineren Karpfen irgendwie etwas auszuselektieren, in der Hoffnung, hier noch einen dicken abzubekommen. Und wir zeigen euch jetzt ein Vorfach, ganz easy going, ohne viel Schnickschnack, für den Einsatz von richtig großen Ködern. Wir haben 30er. Boilies dabei, 24er Boilies und Poppies und wollen jetzt einen großen Hakenköder bauen und in der Hoffnung, dass den die kleinen Karpfen nicht in ihr Maul reinbekommen. Ja. Ob der Versuch gelingt, werden wir sehen, aber für euch sicherlich mega spannend. Ich benutze einfach hier ein 35 Lips Vorfach, ein ummanteltes, ziehe mir da circa 20, 25 cm ab, dass ich noch ein bisschen was zum Bauen habe. Nutze einen großen Haken, einen stabilen Haken, einen Curve-Shank in der Größe 2. Als erstes passe ich jetzt mal meinen Hakenköder an. Ich mache mir unten in dieses Vorfach, das ist ein weiches, ummanteltes Vorfach, eine Schlaufe und ziehe aber in diesem Fall bei meinem Vorfach jetzt mal die Ummantelung nicht ab. Ich will es ein bisschen steif behalten, einfach aus dem Grund. Die kleinen Karpfen stehen natürlich auch auf leckere Kost. Und wenn die das draußen rumschieben und nicht direkt ins Maul bekommen, dass es mir nicht komplett verwurscht. Dass ein bisschen Steifigkeit bestehen bleibt. Und wenn der Karpfen das unten am Grund rumtransportiert, dass es einfach nicht gleich komplett unfängig hinterlässt. Eine größere Schlaufe gemacht. So, jetzt ziehe ich mir einen 24er Hakenköder auf. Die Hookbaits sind so ein bisschen nachgehärtet von der Bait Lounge. Aber ich glaube, in dem Fall hier ist eigentlich dafür gedacht, wenn ihr den lange irgendwo liegen lassen müsst. Ich glaube, in dem Fall hier wird es sinnlos werden. So. Und ich setze oben drüber einen 16er Yellow Pop-Up. Die kennt ihr, ich stehe da mega auf die Poppies. Farblicher Akzent. Und er macht den Köder ein bisschen leichter, also hilft dem Karpfen, den Köder dann schön anzusaugen. Zack, mache jetzt gleich meinen Boilie-Stopper rein. Und passe mir das Ganze an. Jetzt schon ein schönes Köderpaket. So, jetzt kommt mein Haken. Je größer der Köder beim Karpfenangeln, desto größer auch der Abstand. Also auf keinen Fall den Fehler machen, dass ihr euren Haken jetzt so richtig nah dran setzt und glaubt dann, oh, wenn er da jetzt ansaugt, hängt er sofort. Der Haken muss sich drehen im Karpfenmaul. Und das geschieht, wenn ihr einen schönen Abstand habt. Ich passe mir das jetzt ganz perfekt an, den
auf den Abstand, den ich haben möchte. Also auf jeden Fall sollte ein Finger zwischen rein passen. Fixiere das Ganze jetzt. Wickel jetzt viermal zurück. 1, 2, 3, 4. Dreh die ganze Maschinerie um. Lass das Haar nach vorne rutschen. Wickel viermal weiter. 2, 3, 4. Leg eine Wicklung vor das Haar und lege eine Wicklung hinter das Haar. Und gehe jetzt mit dem Schnurende durchs Hakenöhr zur Hakenspitze nach vorne raus. Zack. Und jetzt schaut mal, wie aggressiv dieser Haken wegsteht. Ein kleinerer Fisch kriegt es 100% auch ins Maul, wenn er will, und zuppelt da dran rum, aber wird vielleicht nicht 100% sicher gehakt. Ein großer Karpfen, der hat so eine Futterluke. Und da fällt dann dieser Haken perfekt rein. Und das ist unser Plan. So wollen wir es probieren. Als Abschluss jetzt noch ein kurzes Stück an die Tangle Sleeve. Das ist am einfachsten, wenn ihr da eure Boilie-Nadel benutzt, um den jetzt schön drauf zu kriegen. Einfach durchschieben, nehmt euer Vorfach, einhängen, Sleeve dann darüber zurückschieben. Jetzt bestimmt ihr die Länge eures Vorfachs. Ich gehe jetzt mal so auf 10, vielleicht 15 cm, ja. Ins Ende vom Vorfach kommt eine Schlaufe oben rein. Die mache ich mit einem 8er Knoten, dass er 100% hält. Zusammenziehen, Schlauch drüber schieben. Schlaufe jetzt mit eurer Festbleimontage einfach hier unten verbinden, den Tube über den Wirbel hier schieben, dass er geschlossen ist. Über den Schnellwechselwirbel ein bisschen Druck machen, dann rutscht er gut drüber. Zack. Blei drauf schieben und fertig ist das System. Und wenn ihr schon denkt, das ist groß, guckt mal, was mein Freund, der Karpfenpapst Martin, gebaut hat. 30er Boilie, 24er Protex im Schlepptau. Also das ist schon eine Bombe hier. Jetzt gucken wir mal, ob der Plan aufgeht und ob wir vielleicht so etwas selektieren können. Aber wir sind mega happy und hoffen jetzt noch, dass wir vielleicht irgendwie einen dicken hier rausselektieren können, sofern sie da sind, ja. Kein Tümpel, wo Fische besetzt worden sind. Keiner weiß genau, was hier überhaupt rumschwimmt. Es ist ein sehr guter Karpfenbestand da. Manche nennen mich ja jetzt, kennt ihr vom ersten Video, auch den Graserfred. 3 Graser hintereinander gefangen. Bin mal gespannt, ob jetzt der fischige Boilie darunter irgendeinen Unterschied bringt. Martin und ich fischen jeder nur noch eine Karpfenrute, haben die andere rausgenommen. Wirklich spannend, wenn man nicht weiß, was einen hier erwartet, was da ist, was durchs Hochwasser hier in diesen kleinen, verwilderten See an Fischen reingekommen ist, was noch von früher hier existiert. Und vielleicht sind es ja auch alles nur Gespenster in unseren Köpfen, die wir uns vorstellen. Abfahrt, Karpfenrute raus, Ballerruten sind draußen, der Spaß beginnt. Daumen drücken. Den Wallabiss eben nicht verwertet, aber die großen Boilies haben performt und der ist Anne. Die riesen Boilies. Die Riesenboilies, ja. Aber ich glaube, da hat sich einer ganz schön übernommen mit dem Fisch, mit der Ködergröße.
Alter Vater, schaut euch mal den Köder an und den Karpfen. Keine Angst vor großen Ködern, aber wir bleiben unserer Devise, dem Versuch, treu. Die Aktionen sind definitiv weniger geworden, aber mit dem jetzt können wir auch nicht sagen, dass die Fischgrößen dadurch größer geworden sind. Bleibt die Frage, sind sie da? Dranbleiben. Das ist er. Das ist er, der Endgegner. Jetzt kommt er. Die Big Baits. Die Big Baits bringen die Big Mama. Na, schauen wir mal. Naja, so big sieht die Mama aber nicht aus. Sei heute nicht so. Aber wir haben schlechte Nachrichten eben erhalten für uns und auch für euch. Morgen früh wird diese Videoreihe definitiv ein Ende finden. Denn eine richtige Welle, ein richtiges Unwetter, richtige Warnungen kursieren in den Nachrichten und wir haben eben erfahren, wir müssen das Donau-Auen-Gebiet, wo wir uns gerade befinden, morgen verlassen, denn das nächste Hochwasserchaos jetzt hier im Spätsommer, Herbstanfang, rückt auf Deutschland und Österreich zu. Und wo wir hier sitzen, wir sind von so viel Wasser umgeben, kann es passieren, dass wir nicht mal wegkommen. Aber jetzt, diese Nacht nehmen wir noch mit. In Kürze wird der Regen wieder da sein. Mal gucken, was noch kommt. Oh, ein schönes Ding. Ein schönes Ding hat er. Oh ja, das ist er. Big Mama ist in der Haus. Jawohl. Schau doch mal das an. Die nageln sich zwei so Kugeln rein. Die haben so einen Vogel. Übersetzung jetzt für alle, die kein Bayerisch verstehen. Schau dir das mal an. Der nagelt sich so zwei große Boilies rein. Dieser Karpfen ist komplett verrückt. Na wirklich, schau dir das einmal an. Nein, die haben halt Hunger. Die haben einen kompletten Vogel. Wahnsinn, wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Das ist echt krass. Schau dir das einmal an, der bringt die gar nicht ins Mai rein. Das ist wirklich, also das ist wirklich brutal. Guck mal hier, zeig das mal. Zeig das mal. Das glaubt dir kein Mensch, dass sie dir Karpfen zwei so riesen Dinger da aber perfekt reinmagelt. Das System funktioniert. Golfball, Handball und ein schöner Schuppi hinten dran. Petri Heil. Petri Dank.
mal gespannt, ob ich meinen Namen als Graserfred aufrechterhalten kann. Oder muss. Souverän. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe einen Schuppenkarpfen gefangen. Unglaublich, aber wahr. Was die sich hier reinziehen. Aber trotzdem ein dickes Petri-Heil. Alter Falter, ich glaube, das war jetzt wirklich letzte Sekunde. Dass wir jetzt hier im Morgengrauen, eigentlich einen Tag früher als geplant, alles zusammengerafft haben. Ich zeige euch mal was. Hier hinter uns läuft ein kleines Rinnsal neben der Donau. Da oben dran ist die Donau. Und der ist jetzt schon brachial angestiegen. Und der Gewässerbesitzer hier, der Pächter von dem Auengebiet, hat gesagt, es kommen massive Wassermassen runter. Also es regnet wie Hölle in Deutschland, in Österreich, überall. Sind schon Warnmeldungen überall gemacht worden, die Leute holen schon Sandsäcke. Und wenn das Gerinne hier noch einen halben, dreiviertel Meter weiter steigt, kommen wir aus diesem Gebiet hier nicht mehr raus. Und deswegen heute früh nach dem Fisch im Morgengrauen, im Regen, alles zusammengerafft. Wir sind froh, dass wir rausgekommen sind. Ja, und jetzt geht's weiter. So ist es halt manchmal das Angeln. Ne? Aber wenn wir da jetzt nicht richtig aufgepasst hätten, da wären wir noch ein paar Tage länger hier geblieben. Aber es war ja mega. Das Karpfenangeln komplett brutal. Man weiß ja nie, auf was man sich einlässt, wenn man neue, eigentlich unbeangelte Gewässer besucht. Der Gewässerbesitzer, der Gewässerpächter, hab's euch ja im Video schon gesagt, hat hier nie Fischbesatz betrieben. Da ist ein Altbestand drin, ein Bestand, der, wenn Hochwasser ist, wo Fische wechseln können, aber es wurde hier in den letzten Jahren kein Fischbesatz gemacht. Und da kann natürlich alles passieren. Es kann nichts drin sein, aber Karpfenangeln war komplett Wahnsinn. Der Riesenkarpfen hat gefehlt, waren viele wunderschöne Wildkarpfen dabei. Der Endboss kam in der Graskarpfenfraktion. Also ihr könnt mich jetzt wirklich Graserfred nennen, wirklich brutal. Ob es an den gelben Poppys liegt, ich weiß es nicht. Martin hatte keinen einzigen Graser bei mir. Nonstop sind diese Teile abgelaufen. Es waren spannende Drills, vor allem von dem Uferbereich, Wahnsinn. Wallerangeln, mega spannend, hat auch gut funktioniert. Auch hier kein riesiger Ausnahmefisch, aber da bleibt natürlich das Rätsel bestehen, sind sie da, ja. Und man kann natürlich auch nicht davon ausgehen, in diesem kurzen Zeitfenster, wo wir jetzt hier waren, dass man direkt hier so ein, was weiß ich, 220, 230, 240 fängt. Hätte aber passieren können. Wir konnten drei tolle Welse fangen, waren alle plus minus die gleiche Größe. Ich vermute ein Jahrgang hier aus dem Gewässer. Ja, was bedeutet das? Wir werden wiederkommen und es nochmal probieren. Ich habe mich ein bisschen in diesen See hier komplett in der Wildnis gelegen, mit dem ganzen Totholz verliebt. Mega spannende Fischerei. Und werde auch nochmal hierher kommen zum Hechtangeln. Das ist diesmal halt jetzt leider auch mit auf der Strecke geblieben. Aufgrund der krassen Aktion beim Karpfenangeln, weil wir halt auch noch das Welsangeln probieren wollten. Man kann nie alles auf einmal machen. Da braucht man Zeit dafür. Und wer weiß, was wir das nächste Mal vorhaben. Ich komme zurück, vielleicht schon im Herbst oder im Winter, probiere es mal auf Hecht. Dann da glaube ich hier auch, dass hier ein paar Krokos sich verstecken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hört euch um, ob ihr irgendwo was von Gewässern hört, die lange nicht beangelt wurden, die unbekannt sind. Versucht rauszubekommen, ob ihr da den Besitzer, den Eigentümer, den Pächter rausfindet. Vielleicht lässt der euch ja ans Gewässer ran und ist selber gespannt, was dann dabei rauskommt. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch. Dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.